Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es natürlich um den Handel von Optionen. Und heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, was viele Optionshändler immer fragen, nämlich, sollte ich eigentlich ein Trading-Tagebuch führen? Meine Meinung dazu jetzt hier im Video. Vor einigen Tagen hat hier im Büro unser Profi-Seminar Nummer 3 stattgefunden, und zwar Income Trading. Ja, wir saßen hier zusammen, insgesamt zu siebend, und wir haben über das Thema Income Trading gesprochen. Welche Strategien kann man nutzen, um regelmäßig Erträge mit Hilfe von Optionen zu erzielen? Und am dritten Tag war dann so war ein schöner Austausch dann. Wir haben uns, war auch eine lustige Truppe, und wir haben uns dann nochmal ausgetauscht, und da kam unter anderem das Thema Trading-Tagebuch nochmal hier zur Sprache. Und wir haben uns dann darüber unterhalten, wie sinnvoll es ist, einen Trading-Tag zu führen oder nicht. Und wir hatten verschiedene Teilnehmer da. Die eine Gruppe war absolute Verfechter eines Trading-Tagebuches und haben das auch sehr, sehr intensiv gemacht. Das heißt, ganz unterschiedlich mit Excel-Tabellen, sogar teilweise die Charts sich abgespeichert. Wo bin ich eingestiegen? Wo bin ich ausgestiegen mit meiner Option? Also sehr, sehr ausführlich. Die andere Gruppe hat gesagt, ich tue mich eigentlich ein bisschen schwer mit so Trading-Tagebuch führen. Ich habe jetzt auch so eine Software, Trade Diary Pro, aber so richtig ist es auch nicht so. Und was machst du denn jetzt? Und meine Antwort würde ich da vielleicht jetzt ein bisschen überraschen, denn ich bin der Meinung, lohnt es sich, ein Trading-Tagebuch zu führen, ja oder nein? Nur wenn du es wirklich willst. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die haben einen Vorteil davon, wenn sie sich die Dinge, die sie im Trading gemacht haben, im Nachhinein nochmal aufschreiben, um das Ganze auszuwerten, die dann also Statistiken daraus machen. Excel ist da ja ein tolles Tool, wo man wirklich wahnsinnig viel herausziehen kann, wo man tracken kann, welches System hat jetzt besonders gut funktioniert, welcher Markt war besonders gut, was ist besser für mich, adjustieren oder rausgehen, besser in eine Gegenposition machen oder in einen Strangle rollen. Also es gibt so Menschen, denen das einen unheimlichen Vorteil bringt, die da ein unheimliches Gefühl der Sicherheit durch diese Dinge dann haben. Dann gibt es aber andere, und da zähle ich mich ehrlich gesagt auch dazu, für die ist das Führen eines Trading-Tagebuches eher eine lästige Pflicht. Das heißt, ich führe natürlich auch ein Trading-Tagebuch, aber nur wirklich mit ganz, ganz rudimentären Dingen. Also in zum Beispiel meinem Optionshandel führe ich überhaupt kein Trading-Tagebuch mehr. Warum? Ich habe das viele, viele Jahre lang getan. Kann man auch sagen, okay, ich habe natürlich dann in den Jahren herausgefunden, was für mich funktioniert und was für mich nicht funktioniert. Aber ehrlich gesagt, es war für mich immer eine Qual. Für mich ist es keine Qual, jeden Tag meine Morgenroutine zu machen. Für mich ist es keine Qual, meine Märkte zu scannen. Für mich ist es auch keine Qual, jeden Tag meine Kontoauszüge durchzuschauen, ob alle Trades, die ich gemacht habe, korrekt abgerechnet wurden. Das ist es nicht. Aber irgendwelche Excel-Tabellen auszufüllen, oder vielleicht hier irgendein Buch auszufüllen und da was reinzuschreiben, das war für mich wirklich, das hat mich genervt. Und deswegen war es so, dass ich daraus überhaupt keinen Vorteil ziehen konnte, weil wenn die Emotion nicht positiv ist, wenn ich das tue, dann kann ich auch keinen Vorteil daraus ziehen. Und deswegen, wir haben uns dann auch so im Gespräch so ein bisschen darauf verständigt, derjenige, der da wirklich einen Vorteil daraus ziehen kann, der auch schon merkt, Mensch, mir fehlt da was, wenn ich diese Auswertungen nicht habe, der sollte das unbedingt tun. Diejenigen aber, die sagen, ach nee, das ist nichts für mich und ich quäl mich immer, dann vergesse ich es mal wieder eine Woche. Wir vergessen es doch nicht eine Woche, ist doch Quatsch. Wir wollen es einfach nicht machen. So. Und dann müssen wir es auch nicht machen. Ich weiß, das werden diejenigen, die jetzt ein Trading-Tagebuch führen, anders sehen. Aber diejenigen unter euch, denen es vielleicht genauso geht wie mir, die sagen, ach, immer dieses Trading-Tagebuch führen, das bringt halt nichts. Und ich weiß noch, ich habe mich lange zum Beispiel mit dem Michael Fugt darüber unterhalten, damals der große Buch der Markttechnik geschrieben hat, die Händlerbände. Und da ist ja auch der Händler beschrieben, der dann jeden Tag ein Tagebuch führt, über seine Gefühle und was er da so erlebt und so weiter. Und ich habe mich dann mit dem Michael unterhalten und er hat gesagt, ihm geht es ja auch so. Also er muss sich das auch aufschreiben.
Und da habe ich gesagt, Micha, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie über meine, ich habe noch nie reingeschrieben, ich fühlte mich bei dem Trade so, ich fühlte mich bei dem Trade so. Aber wir sollten jetzt nicht drüber lachen. Es gibt Händler, die machen das und die, für die ist das ein riesiger Gewinn. Für mich ist es kein Gewinn. Und deswegen, wir sind nicht alle gleich. Wir machen nicht alle das Gleiche. Und nur, weil mal irgendwo einer in einem Buch geschrieben hat, du musst ein Trading-Tagebuch führen, heißt das noch lange nicht, dass das für alle, die traden, zutrifft. Ne? Es gibt, glaube ich, auch welche, für die können gar kein Trading-Tagebuch führen. Stellt euch mal vor, was macht denn so ein Scalper? Ich habe in Chicago an der Börse einen Händler mal kennengelernt, der hat am Tag 300 plus Trades gemacht. Ne? Na, glaubt ihr, dass der dann hinterher hingeht und schreibt sich da irgendwie noch ein Trading-Tagebuch auf? Ging gar nicht. Ne? Der hat sich andere Dinge dann hinterher vielleicht aufgeschrieben. So, oder hat andere Dinge ausgewertet. Aber seine Trades hat er definitiv dann nicht mehr ausgewertet, wie war der, sondern der wusste halt, was für ihn funktioniert und was für ihn nicht funktioniert. Und deswegen, überlegt mal für euch selber, ist ein Trading-Tagebuch was für euch oder ist es nichts? Wenn ja, schreibt mir mal eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Schreibt mir auch mal, wie ihr das Ganze macht. Also nutzt ihr hier irgendwie so ein Büchlein, dass ihr es euch irgendwie aufschreibt. Oder nehmt ihr eine Excel oder nehmt ihr eine Software. Was macht ihr? Ne? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ich bin gespannt, was die Mehrheit sagt. Ich glaube ja persönlich, dass es so halbe-halbe sein wird. Ne? Die einen sagen, Jens, ich mache es so wie du, ich führe gar keins. Und die anderen werden sagen, doch, das ist unheimlich wichtig. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.